Hallo meine Lieben, und heute kommt mal ganz schön spät, also abends ein Video raus, jetzt ist ganz schön spät, und zwar mit Jelly Belly, oder eher Jelly Belly, Jelly Beans kann auch mal, ich liebe diese kleinen süßen Dinger, die noch ganz klein und schmecken wirklich richtig lecker. In dieser Packung waren 10 Sorten drin, Sorte Blaubeere, Kokosnuss, grüner Apfel, saftige Birne, Dings Zitrone, Wassermelone, Mandarine, Banane, Tutti Frutti und Kirsche. Ich habe mir gedacht, ich schneide mal ein paar Jelly Bellies auf, weil wie werden die da? Wir essen sie einfach, nehmen sie im Mund und denken gar nicht, was da drin, wenn man es aufschneidet, drin ist. Und als erstes würde ich gerne Tutti Frutti aufschneiden. Davon gibt es immer ganz wenige, weil die anscheinend lieb sind. Hier habe ich einmal Tutti Frutti. Und jetzt schneide ich mir hier. Ich weiß, mein Hintergrund ist anders. Das ist mein neuer Hintergrund anscheinend. Den nehme ich jetzt auch inzwischen. Ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe meinen alten Hintergrund nicht mehr. Ich werde bald ein anderes Zimmer kriegen, weil ein Zimmer wird dann bald von uns frei sein. Ja, genau, und Tutti Frutti ist aufgeschnitten und sieht so aus von innen. Ich finde von innen total anders. Leute, das ist doch voll cool, so wunderschön glatt, klebrig aus, und dem richtiger Matsch. Mal pranken wollt, dann nehmt Tutti Frutti oder Kokos, also irgendwas Weißes, macht da ein bisschen Zahnpasta rein, zu damit und dann sagen, hey, willst du? Und der so, ich finde die echt cool und lecker, aber ich würde gerne mal den Geschmack nochmal Kokos testen und wissen, ob da auch Kokosraspeln irgendwie drin. Ich habe mich gerade aufgeschürft, egal. Ob da auch Kokosraspeln drin sind oder ob das ganz normal weiß oder durchsichtig drin ist. Aha, und hier ist es wieder durchsichtig und weißlich. Kokos ist auf jeden Fall mein Favorit. Sehr, sehr lecker. So viele waren insgesamt etwa drin und ich finde das echt cool, denn das ist echt interessant. Jetzt tun wir die ganze wieder da rein, das geht ganz leicht. Einfach die Tüte aufmachen, dann sein, das Paar daneben kommt, aber wenn ihr es macht auf unter einer Unterlage oder auf etwas sauberem, dann geht es auch nicht so schnell. Danke fürs Anschauen. Tschüss.